Grüß Gott und Glück auf im Schaubergwerk Sundbau. Das Schaubergwerk Sundbau ist eines der ältesten Kupferbergwerke im Land Salzburg. Die Anfänge gehen zurück auf 2000 vor Christus. Und geendet hat der Bergbau im Schaubergwerk Sundbau um 1870 ungefähr. In der ersten Zeit ist abgebaut worden von 2000 bis 1000 vor Christus. Dann war lange nichts. Und um 1350 hat man hier wieder begonnen, Kupfer abzubauen. In der ersten Abbauphase wurde das Kupfer auch hier verhüttet, mit so kleinen Öfen, wie Sie sie hier sehen. In der zweiten Abbauphase wurde das Kupfer als Zuschlagserz für die Goldschmelze in Lent, wo das Gold aus Rauris und Gastein verhüttet wurde, schon mit Hochöfen gebraucht. Denn Gold konnte man zu dieser Zeit ohne Chemikalien nur gewinnen, wenn man Golderz und Kupfererz gemischt hat. Und dieses Gemisch war dann der sogenannte Kupferstein. Und den musste man noch einmal schmelzen und der Zugabe von Blei. Und dann konnte man erst die drei Erze trennen. Das war eine unheimlich komplizierte Angelegenheit. Heute macht man das mit Chemie. Ist aber dafür entsprechend giftig. Es gibt in Südamerika und auch in Afrika Gegenden, wo alles tot ist durch dieses Gift. Dann gehen wir jetzt hinein und schauen uns das Bergwerk von innen an. Bitte schön. So, hier im Erbstollen befinden wir uns. Der Erbstollen ist der sogenannte Rettungsstollen, wo ich vorher schon erzählt habe. Der ist relativ niedrig, da müssen wir uns ein kleines Stück bücken, aber es wird dann wieder gemütlich. Folgen Sie mir nach, bitte. Das ist ein sogenannter Bergwerkshund. Mit dem hat man Jahrhunderte oder vielleicht sogar mehr als 1000 Jahre das Erz aus dem Berg nach draußen befördert. Die Wägen waren grundsätzlich nicht größer, weil man die dann draußen nur gekippt hat. Und das Erz ist bekanntlich schwer. Der Anfang vom Transport war eigentlich ein Ledersack, den man auf den Rücken rausgetragen hat. Dann hat man eben solche Hunde gemacht, aber die waren zuerst nur ganz Holz, so wie der. Und am Schluss haben sie dann Räder gekriegt für Schienen. Und heute fahren in den großen Bergwerken zum Teil die Lastwagen durch die Gänge. Dann gehen wir weiter. Also da kann man sehen, wie die Bergleute mit Schwarzpulver oder Schießpulver gearbeitet haben. Man hat solche Kronenmeißel gehabt, die hat man angesetzt, dann hinten mit dem Schlägel draufgehauen, so, dann gedreht und wieder geklopft und das wieder ausgeputzt. Am Schluss war dann ein Loch im Berg, ungefähr so wie der Meißel. Denn mehr durfte es bei Schießpulver nicht sein, weil das Schießpulver nicht so große Sprengkraft hat. Und dann hat man dieses, da sieht man so ein Bohrloch, da hat man dann Schwarzpulver eingefüllt, so wie hier, und hat dann noch mit Lehm abgedichtet. Da sieht man da die Lehmbrocken. Und am Schluss noch eine Zündschnur raus und einen Holzpropfen drauf und dann anzünden und schnell weg. Am Anfang hat es da große Unfälle gegeben, weil man das einfach die Technik noch nicht beherrscht hat. Man hat das Schießpulver zum Teil im Stollen aufbewahrt, das ist dann feucht geworden und hat entweder überhaupt nicht funktioniert, das war nicht tragisch, aber wenn es schlecht funktioniert hat, also lange nicht gezündet, dann haben die geglaubt, das geht ohnehin nicht. Wir müssen noch einmal laden und sind zurückgelaufen in den Stollen
Und dann ist er doch losgegangen. Aber das war die Schwierigkeit. Und wenn Sie da schauen, da sehen Sie ein langes Loch, also ein Schlitz. Das ist ein Bohrloch schon für Sprengen mit Dynamit. Das hat man am Schluss hier noch versucht. Aber wie gesagt, man hat geglaubt, da gibt es nichts mehr und hat dann aufgehört. Das ist wieder Malachit, das ist eben ein Kupfer auch, oxidiertes Kupfer. Also wenn Sie da zurückschauen, da sehen Sie einen eingestürzten Stollen. Der Stollen, der geht zurück in die Wiese von den Bauern nebenbei. Und da ist 1950 eine Kuh plötzlich eingebrochen, weil der Stollen nicht voll hinterfüllt war. Also die Kuh ist nicht verschwunden, aber es war ein großes Loch und eine große Angst. Und wenn Sie da schauen, sehen Sie einen so grau-grünen, blau-grauen Streifen an der Wand. Das ist eine Versinterung. Und zwar ist das Malachit, entsteht wie die Tropfsteine, wenn durch den Berg, durch Harrisse, Wasser nach unten rinnt, dann nimmt es auf dem Weg nach unten auch Kalk auf, wenn es über kalkhaltiges Gestein rinnt. Wenn gleichzeitig die Kalkbrühe auch über Kupfer rinnt, dann nimmt es auch einen Teil Kupfer auf. Und das wird dann Malachit oder Grünspan, wie man auch sagt. Und der Grünspan ist ja bekanntlich sehr giftig. Früher beim Messing- und Kupfergeschirr musste man ständig putzen, nicht nur, weil sonst die Hausfrau schlampig war, sondern auch, weil das hochgiftig war, wenn das nicht sauber geputzt war. Wenn Sie in diese Richtung schauen, da sehen Sie auch einen Stollen, der hinterfüllt ist. Und zwar haben die Bergleute das so gemacht, wenn ein Stollen ausgebeutet war, dass kein Kupfer mehr drin war, dann hat man einen neuen begonnen. Und bei den neuen ist es immer so, dass auch ein viel totes Material kommt, speziell am Anfang. Und dieses Material hat man dann in den bereits ausgebeuteten Stollen zurückgegeben. Das hat zwei Vorteile gehabt. Man hat kurze Transportwege gehabt, wenn man es im Berg schon wieder verwendet hat. Und zweitens war dann auch der Berg gestützt, weil wenn der Stollen wieder voll war, hat er nicht viel nachgeben können. War ein Vorteil für beide. Da sehen Sie die Reste von einer urzeitlichen Feuersetzung. Das Feuersetzen hat so funktioniert, man hat unter erzhaltiges Gestein Holzkohlen oder Holzfeuer gemacht. Dadurch hat sich das Erz im Gestein ein bisschen ausgedehnt, weil die Kupfer dehnt sich schneller aus wie der Stein und hat damit mit der Wärme praktisch das Umgebungsgestein gelockert, gesprengt. Und das schaut so einfach aus. In Wahrheit war das so, wenn das dann das Feuer wieder erloschen ist, dann hat man mit so einfachen Steinschlägern, nichts anderes hat man nicht gehabt, das leicht gelockerte Gestein wieder runtergeschlagen. Und da hat man natürlich nicht nur einmal anzünden müssen, sondern da hat man noch nachlegen müssen und der Rauch, da sind sicher viele an Rauchgasvergiftung gestorben. Aber es war damals die einzige Methode, das Erz zu gewinnen. Und Kupfer war ja in der Frühzeit seiner Entdeckung das einzige Metall, das man bearbeiten können hat. Vorher hat es nur die Steinaxt und den Steinpfeil gegeben. Und mit Kupfer hat man ein schönes Schwert machen können. Natürlich auch Schmuck für die Damen, das haben die Männer immer gemacht, machen sie heute noch. Und das war der Vorteil vom Kupfer. Kupfer war zu dieser Zeit sicher so wertvoll, als wir heute vielleicht Platin oder die seltenen Erden, die wir alle in die Hände haben. So, dann gehen wir weiter. Thank you.
An dieser Stelle haben wir beim Freilegen von dem Gang plötzlich Knochen gefunden. Haben die Knochen auf die Universität nach Wien geschickt zur Altersbestimmung. Und die hat uns dann angerufen, wo wir die Knochen her haben, weil das sind keine Tierknochen, wie wir geglaubt haben, sondern es sind Knochen gewesen von einem Mann, der 1000 bis 1100 vor Christus gelebt hat und hier begraben wurde. Er ist nicht verunglückt, sondern er ist regelrecht begraben worden. Das hat man dann festgestellt, erstens, weil er nur ca. 40 cm überdeckt war. Da hätten auch seine Kollegen freigeschaufelt. Und dann hat man Grabbeigaben gefunden. Eine bronzene Lanzenspitze, Keramikgefäße, wo man ihm Lebensmittel mitgegeben hat, und einen Fuchskopf. Der Fuchskopf ist laut Aussage der Archäologen eher eine symbolische Beigabe gewesen oder ein religiöses Hintergrund gehabt, der schlaue Fuchs. Aber genau wissen wir es nicht, weil in Österreich hat man zu dieser Zeit nicht geschrieben, da waren wir rückständig. Kaiserin Maria Theresia mit der Schulpflicht ist erst später gekommen. Thank you.